Herr Bosbach, wer bei der Bundestagswahl die Union wählt, der wählt den Merkel-Rettungskurs und der bekommt das Bosbachsche Nein obendrauf, gratis, aber auch wirkungslos. Wie gut ist es für die Wähler, nicht für die Union, wie gut ist es für die Wähler, jetzt eine ganze Partei zu haben, wählen zu können, die Nein sagt? Die Alternative für Deutschland ist nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund gegründet worden, dass sehr oft gesagt wurde, dass das, was im Deutschen Bundestag beschlossen wird, alternativlos ist. Ich glaube auch nicht, dass meine Haltung wirkungslos ist. Viele im Lande, das sind Millionen, sind bei den Euro-Rettungsmaßnahmen hin und her gerissen. Auch überzeugte Europäer wie ich, die aber Zweifel daran haben, dass die Euro-Rettungsbemühungen am Ende den gewünschten Erfolg haben. Und darüber muss man auch kontrovers diskutieren dürfen. Alternativen gibt es immer. Die Frage ist nur, welche Alternative ist die beste? Und in einer lebendigen Demokratie muss man darüber offen reden dürfen. Auch in einer Partei. Das muss eine Partei austragen und auch aushalten. Wenn wir den Menschen das Gefühl geben, hier ist nur die Einheitsmeinung gefragt und sonst nichts, werden wir weiter an Vertrauen verlieren. Das ist ungewöhnlich, aber ich möchte an dieser Stelle gleich mal etwas zeigen, das genau dazu passt, was Sie sagen. Nämlich, wie entsteht eigentlich dieses Alternativlos und wieso glaubt man eigentlich, Euro-Rettung und Euro sei schon Staatsräson in Deutschland? Vielleicht liegt es daran. Mit großer Mehrheit billigten die Abgeordneten das Milliardenrettungspaket. Bei der Abstimmung gab es eine breite Mehrheit. Mit deutlicher Mehrheit. Mit großer Mehrheit. Auch von SPD und Grünen kam überwiegend Zustimmung. Seit Jahren billigt eine ganz große Koalition aus CDU, CSU, FDP, Grünen und SPD die Euro-Rettung mit breitesten Mehrheiten. Auch weil es seit Jahren von ganz oben heißt, zur Euro-Rettung gibt es keine andere Wahl. Die zu beschließenden Hilfen für Griechenland sind alternativlos. Herr Bosbach, da war das Wort alternativlos. Ist also Angela Merkel selbst schuld, dass Sie heute neben Bernd Lucke als einem der Chefs der AfD sitzen? Nein, dürfen, müssen? Die Partei ist ja sicherlich nicht gegründet worden, weil Angela Merkel ihre politischen Entscheidungen mit dem Wort alternativlos begründet hat, sondern so habe ich wenigstens das Manifest verstanden, weil es eine parteiübergreifende Koalition im Bundestag gibt und sich eine neue politische Kraft formieren will, die mit dem Ziel, in den Bundestag zu kommen. Fragen eine andere wir ihn Politik. Doch, wo er da sitzt. Hat es Sie gejuckt, Ihre Partei Alternative für Deutschland zu nennen, als Antwort auf das Wort alternativlos aus dem Werkzeugkasten von Merkel? Ja, beide Erklärungen sind richtig, nicht wahr? Natürlich war es eine Provokation, dass von Frau Merkel immer gesagt worden ist, die Euro-Rettung sei alternativlos. Denn wie Herr Bosbach richtig festgestellt hat, gibt es sehr viele Alternativen zur Euro-Rettung à la Merkel. Und die Brandmarkung der Rettungspolitik als alternativlos ist nichts anderes als ein Versuch, eine Diskussion im Keim zu ersticken, die, glaube ich, sehr notwendig ist. Aber in der Tat ist auch der zweite Erklärungsansatz, den Sie gesagt haben, richtig, Herr Bosbach, dass natürlich die Tatsache, dass alle staatstragenden Parteien diese Euro-Rettung unterstützt haben, und zwar kritiklos unterstützt haben, das ist sicherlich auch eine Triebfeder unseres Handelns gewesen, dass wir die Alternative für Deutschland gegründet haben. Es gibt auch nach wie vor viel notwendige Kritik am Eurokurs, aber nicht nach dem Motto, wir gehen mal zurück in den Nationalstaat, sondern wir brauchen nicht weniger Europa, sondern ein besseres, gerade wenn es um die soziale Lage in Europa geht. Aber Frau Göring-Eckardt, von zurück im Nationalstaat ist ja gar keine Rede. Das, was die Alternative für Deutschland will, und das möchte ich vielleicht mal gleich ein bisschen klarstellen, weil es in der Einleitung wirklich missverständlich rübergekommen ist, ist nicht das Zurück zur D-Mark als primäre Maßnahme, sondern was wir wirklich wollen, ist das Ausscheiden der Südländer aus dem Euro. Das ist das Kernproblem, was wir im Augenblick haben, weil der Euro zurzeit die Europa spaltet. Weil die Südländer nicht den Wettbewerbsdruck des Euros standhalten können. Und der Süden Europas wirtschaftlich stagniert und sich seit 3 Jahren in einer schweren Krise befindet. Das ist der Grund, weshalb wir... Sie haben ja sogar noch gesagt, in Ihren Augen gehört Frankreich nicht in den Euro. Mhm. Damit legen Sie nahe, dass es in Europa wieder zu einer Spaltung zwischen Deutschland und Frankreich kommt. Und das ist wirklich unhistorisch. Unsere Nachkommen 2050, 2060, die würden uns dafür verfluchen, wir würden das heute erlauben. Herr Lucke, direkte Erwiderung bitte. Und dann möchte ich mal in Zweifel ziehen, Ihre Behauptung, niemand kann doch im Ernst. Dazu gibt es interessante Zahlen von Infratest, wie viele Leute im Ernst glauben zu können. Direkte Erwiderung. Ja, Herr Lindner, ich finde es schon erstaunlich, dass diejenigen unter Ihnen, die sich immer als Pro-Europäer geben, dann so nationalistisch argumentieren wie Sie. Sie sagen, Deutschland hat profitiert vom Euro.
Das will ich gar nicht in Abrede stellen, dass wir zeitweise auch vom Euro profitiert haben, neben einer Phase in der Anfangszeit des Euros, wo Deutschland die niedrigste Wachstumsrate in ganz Europa gehabt hat. Also man muss das auch ein bisschen qualifizieren. Aber Sie können doch nicht nur auf Deutschland gucken. Sie müssen noch mal auf die Krise in Europa gucken und Sie müssen darauf gucken, wie es den südeuropäischen Staaten geht. Sie müssen noch mal als Europäer sehen, dass wir große Probleme in Südeuropa haben, nicht aufgrund einer Staatsschuldenkrise, die Sie allein erwähnt haben, Herr Friedmann, sondern aufgrund der Tatsache, dass wir ein großes Wettbewerbsproblem haben in Europa, dass die Löhne in den südeuropäischen Staaten viel zu hoch sind, dass die Produktivität hinter diesen Löhnen zurückbleibt und dass auch aufgrund dieser Tatsache die Arbeitslosigkeit und insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit enorme Höhen erreicht hat. Wir haben in Spanien Jugendarbeitslosigkeit von 50%. Wir haben in Frankreich Jugendarbeitslosigkeit von 30%. Wir haben in Griechenland Jugendarbeitslosigkeit von 60%. Und das liegt an der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit dieser Staaten, die nicht mehr ausgeglichen werden kann durch einen flexiblen Wechselkurs. Frau Göring-Eckardt, nein, Sie wollen eine Gegenrede, ja? Lassen Sie uns noch mal über die Chancen reden. Wie ernst muss man das nehmen? Wen kann Herr Luke hinter sich versammeln? Sie haben eben so gesagt, niemand kann doch im Ernst glauben, dass es in Deutschland Menschen gibt, die sich dahin zurücksehen. Dann gucken wir uns doch mal genauer an, auf welche Wählereinstellungen kann Herr Luke bauen? Wir haben Infratest DIMAP nach- und wahlforschen lassen. Und ich sag mal vorweg, er kann auf eine ganze Menge bauen. Die Alternative für Deutschland hat in ihr Wahlprogramm diesen Kernsatz geschrieben. Deutschland braucht den Euro nicht. Infratest DIMAP hat im Auftrag von Hart aber fair nachgefragt. 36%, also mehr als ein Drittel der Deutschen, stimmen dieser Aussage zu. Entsprechend groß ist das Potenzial für eine eurokritische Partei wie der Alternative für Deutschland. 37% fänden es gut, wenn so eine Partei im Bundestag sitzen würde. Diese Überhöhung des Euros als europäisches Friedensprojekt, nicht wahr? Das Herausholen der Keule von Kriegen, die möglicherweise vor 70 Jahren ausgebrochen wären. Wir haben in Europa die Erfahrung von 60 Jahren friedlichem Zusammenleben. Den größten Teil davon, von 1949 bis 1999, also 50 Jahre, hat Deutschland eine eigene Währung gehabt, hat ständig aufgewertet gegenüber den anderen Währungen, hat sich sehr erfolgreich wirtschaftlich entwickelt, hat sich zur stärksten Wirtschaftsmacht in ganz Europa entwickelt. Wo bleibt denn da dieses Katastrophenszenario, was Sie hier an die Wand malen von Kriegen und Feindseligkeiten und Auseinandersetzungen? Das ist doch alles an den Haaren herbeigezogen. Das ganze Aufwertungsargument, was Sie bringen, hält einer kritischen Überprüfung überhaupt nicht statt. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Der Euro hat auf seinem Tiefpunkt im Jahre 2001 einen Kurs von 87 US-Cent gehabt. Heute stehen wir bei einem Dollar 31 für den Euro. Das ist eine Aufwertung von 33%. Wenn Sie sich die deutschen Exporte nach den USA in diesem Zeitraum angucken, dann werden Sie sehen, dass die gestiegen sind angesichts dieser Aufwertung. Mit dieser Aufwertung. Sie sind gestiegen von 68 Milliarden auf 87 Milliarden Euro. Das ist also ein Anstieg der Exporte nominal um 30%. Selbst wenn Sie das preisbereinigen, bleibt immer noch ein leichter Anstieg, übrig trotz der Aufwertung. Das heißt, das Ganze, lassen Sie mich das gerade noch zu Ende führen, bitte. Das ganze Aufwertungsargument wird viel zu stark betont und völlig vernachlässigt wird die wirtschaftliche Entwicklung in den Staaten, die unsere Güter importieren. Wenn Sie sich nämlich jetzt die Krisenstaaten in Südeuropa angucken, dann werden Sie feststellen, dass wir vor Beginn der Finanzkrise 2007, ich spreche jetzt mal gerade, Herr Lindner, ich spreche mal gerade über Griechenland, Portugal, Italien und Spanien. Das reicht. Frankreich wollen Sie ja auch. Kann ich noch nachher drüber sprechen? Lassen Sie mich gerade mal darüber sprechen. Diese vier Staaten, in die hat Deutschland vor Beginn der Krise 13% seiner Exporte exportiert. Seit Beginn der Krise ist das ständig weniger geworden. Heutzutage sind es noch 9% bei einem konstanten Wechselkurs. Es ist beachtlich, was ein Wirtschaftsprofessor alles ganz. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, was wir der Bevölkerung versprochen haben bei der Einführung des Euro. Nämlich, dass es um eine Währungsunion geht und nicht um eine Transferunion und nicht um eine Haftungsunion. Wir haben völkerrechtlich ausgeschlossen, dass die Staaten wechselseitig für die Verbindlichkeiten anderer Staaten haftet. Wir haben völkerrechtlich ausgeschlossen die monetäre Staatsfinanzierung durch die Europäische Zentralbank. Ich gebe gerne zu, dass der Euro mehr ist
als eine Währungseinheit. Er ist natürlich ein politisches Projekt und Symbol für die Einigung Europas, auch für die Unumkehrbarkeit des Einigungsprozesses. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, nach 3 Jahren Eurokrise, dass der Euro dazu führt, dass die Menschen in Europa eher aufeinander zugehen, nein, sie gehen eher aufeinander los. Frau Göring-Eckardt, das ist doch genau umgekehrt, wie Sie es sagen. Die Menschen in Griechenland, in Spanien, in Zypern bekommen das Gefühl, dass wir ihnen ihre Lebensbedingungen diktieren. Und das bekommen Sie von Angela Merkel. Das bekommen Sie genau, ganz genau, Herr Bosbach. Das bekommen Sie, weil Angela Merkel so tut, als ob es in deutschem Interesse ist und als ob die Deutschen diktieren würden. Das ist genau der Punkt, um den es geht. Und das muss zurückgenommen werden. Wir müssen deutlich machen, was im europäischen Interesse ist und nicht nach dem Motto Verfahren aus Deutschland. Es gibt kein Diktat von Angela Merkel. Alle Maßnahmen sind in der Eurozone gemeinsam beschlossen worden. Alles, was wir jetzt beschließen, ist unter anderem eine Folge davon, dass Rot-Grün die Stabilitätskriterien gebrochen hat. Dass Griechenland, obwohl massive Zweifel an der Euro-Fähigkeit bestanden, in die Eurozone aufgenommen worden ist. Wir haben eine extrem explosive soziale Situation in den Ländern der südlichen Eurozone. Und wenn wir diesen Weg immer so weitergehen, werden wir eines Tages vor der Alternative stehen, entweder immer schwierige soziale Situationen dort oder wir machen tatsächlich eine Transferunion. Dann muss man den Bürgerinnen und Bürgern allerdings auch reinen Wein einschenken und sagen, was das kostet. Ich bin dagegen, dass wir den Eindruck erwecken, dass alles sei zum Nulltarif zu haben. Das hat mit mangelnder Solidarität überhaupt nichts zu tun. Herr Bosbach, ich habe gerade einen komischen Gedanken. Ich gucke da so rüber und habe viele Fakten von einem Volkswirtschaftsprofessor und habe von Ihnen eine leidenschaftliche Rede. Für die Einhaltung dessen, was Sie haben beschlossen die Falle gemerkt. Und der Bevölkerung versprochen, ist überhaupt keine Falle. Ich bin ja nicht dafür, dass Deutschland aus der Eurozone austritt, weil uns dies die Frage ist, warum Herr Bosbach nicht aus der CDU austritt und auf diese Seite rübergeht. Weil ich nicht durch Zufall in der CDU gelandet bin, sondern aus der festen Überzeugung, dass das die beste Partei für unser Land ist. Dann schauen wir doch mal an, wenn Sie inhaltlich so nah beieinander sind, wie solche Wege zusammengehen oder nicht zusammengehen. Wolfgang Bosbach und Bernd Lucke. Zwei Männer, eine Meinung. Merkels Euro-Rettungskurs halten sie für falsch. Der eine kämpft als Politiker, stimmt im Bundestag gegen den erweiterten Euro-Rettungsschirm. Der andere wählt den Hörsaal, bekennt sich als Wirtschaftsprofessor gegen die Euro-Rettung. Eine Meinung, zwei Wege. Während die Fraktion bei jeder Euro-Abstimmung beinahe geschlossen der Kanzlerin folgt, bleibt Wolfgang Bosbach bei seinem Nein. Doch auch als Außenseiter bleibt er der CDU treu, kämpft weiter für seine Partei und sitzt bis heute im Bundestag. Bernd Lucke dagegen kehrte der CDU den Rücken. Nach 33 Jahren trat er aus, konnte Merkels Euro-Rettungskurs nicht länger akzeptieren. Sein Weg? Er gründete eine eigene Partei. Ja, hier stehen beide nun und können nicht anders. Kennen Sie sich eigentlich persönlich? Haben Sie sich vor dieser Sendung schon mal persönlich gesehen? Wir begegnen uns hier das erste Mal, auch wenn wir einmal per Skype eine Konferenz gehabt haben. Aha, was war das denn? Das war eine Veranstaltung, soweit erinnere ich, im Haus des Bundes der Steuerzahler in Berlin. Da ging es auch um die Fragen Euro und Euro-Rettungskurs. Und da Professor Lucke damals in den USA war, ist er zugeschaltet worden. Aber ich habe gesehen, wie es in ihm brennt und brodelt. Und es ist immer schwierig, wenn man nicht dabei ist, sich an einer Diskussion zu beteiligen. Aber ich habe gemerkt, mit wie viel Leidenschaft er das Thema begleitet. Haben Sie da schon eine Antenne dafür gehabt, dass er eines Tages austreten würde aus Ihrer Partei? Lass mich, jetzt wird es peinlich. Ich habe gar nicht gewusst, dass Professor Lucke schon über 30 Jahre Mitglied der CDU ist. Wie lange sind Sie Mitglied? Ziemlich genau 40 Jahre. Also 41 Jahren bin ich in die Union eingetreten und einige Monate später in die CDU. Und damals war ich schon ausgetreten, als wir uns dort begegneten. Daher kam die Leidenschaft. Ein guter Beobachter, der es in Ihnen brodeln gesehen hat. Sie haben eben die Leidenschaft gesehen, mit der Bosbach eigentlich für Ihre Sache gekämpft hat. Wäre er nicht auch ein formidables Parteimitglied für Sie? Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Herr Bosbach sich uns anschließen würde. Ich weiß aber auch, wie schwer es ist, sich von einer Partei zu entfernen, in der man lange gearbeitet hat. Ich selbst war ja nur passives Mitglied gewesen, aber Herr Bosbach hat sozusagen sein Lebenswerk dieser Partei gewidmet. Und ich kann es subjektiv verstehen, wenn er in der CDU bleibt und für seine Überzeugungen dort streitet, auch wenn ich fürchte, dass es völlig vergeblich ist. Ist es Ihnen leichter gefallen, weil Sie
nur passives Mitglied waren oder haben Sie sich innerlich auch schwer getan? Wenn man 33 Jahre Mitgliedsbeitrag bezahlt, dann hat man sich ja was dabei gedacht. So dicke hat sie ein Wirtschaftsprofessor auch nicht. Also ich fühle mich ja eigentlich heute noch als ein in der Wolle gefärbter Christdemokrat. Aber ich da fühle geht noch mich was, eben Herr Bosbach. Von meinen... Ich fühle mich von meiner Partei verlassen. Ich habe den Eindruck, dass die Partei sich bewegt hat, und zwar hin zu Positionen, die sie vorher vehement abgelehnt hat. Herr Bosbach hat das ja alles ausgeführt, was für Versprechungen dem Wähler gemacht worden sind, als die gemeinsame Währung eingeführt worden ist. Und wir wissen alle, wie diese Nonchalant einfach hinweggewischt worden sind, gebrochen worden sind im Mai 2010. Das war für mich das Erlebnis, was mir gesagt hat, mit dieser Partei, die so bedenkenlos mit dem gegebenen Wort umgeht, will ich nichts mehr zu tun haben. Herr Lucke, Euro-Entscheidungen, Herr Bosbach, geht auch an Sie. Euro-Entscheidungen sind Zukunftsentscheidungen mit Auswirkungen in die nächsten Generationen rein. Sie haben 5 Kinder, Sie haben 3 Kinder. Das bedeutet 5 und 3, 8 mögliche Urteile über die Haltung der Väter. Was erhoffen Sie sich, Herr Lucke? Sie meinen, wenn meine Kinder. Wenn meine Kinder erwachsen sind, wie Sie darüber urteilen? Ich hoffe, dass Sie zu der Erkenntnis kommen, dass ich als Ihr Vater verantwortungsvoll gehandelt habe, weil ich in meiner Rolle als Wissenschaftler bestimmte Probleme erkannt habe und dann die Konsequenzen daraus gezogen habe, diese Probleme auch in der praktischen Tätigkeit, in der politischen Tätigkeit anzugreifen. Herr Bosbach, was erhoffen Sie sich als Urteil über also, Ihren Vater? Auch wenn ich Ihnen jetzt die Sendung zerstöre, ich hoffe nicht, dass meine Kinder, wenn sie an ihren Vater denken, an den Euro denken, sondern dass wir sagen... Wenn Sie sagen würden, Papa war schwer in Ordnung und er hat sich wenigstens redlich bemüht, an der Erziehung teilzunehmen, dann würde mir das schon reichen. Finden Sie es eigentlich eher als Nachteil, dass Sie, ich erlaube mir das Urteil mal, dass Sie eher als Wirtschaftsprofessor wirken und argumentieren denn als Politiker? Ist das für Ihre Sache, für Ihre Causa ein Nachteil oder ein Vorteil? Was glauben Sie? Nein, wissen Sie, das ist ja nun einfach mein Schicksal, nicht wahr? Ich kann ja nicht raus aus meiner Haut. Ja, da stehe ich zu, natürlich. Ich bin Volkswirt, ich habe gewisse akademische Weihen erreicht und ich habe bestimmte Kenntnisse, die ich einbringen möchte in diese Diskussion. Sagen Sie und aber, da muss ich nun sagen, Moment, so schnell nicht, weil nachher wird es dann tatsächlich noch eine Werbeveranstaltung, es soll eine Diskussion sein. Bleiben wir bei diesem Professor nochmal. Ich weiß nicht, ob Sie vergessen haben, was mit Professoren in der Politik passiert. Schauen Sie sich das mal an. Ich nicht vergessen. Professor Paul Kirchhoff, ein anerkannter Experte für Verfassungs- und Steuerrecht. Kanzlerkandidatin Angela Merkel holte ihn im August 2005 als möglichen Finanzminister in ihr Kompetenzteam. Er warb für ein neues und einfacheres Steuermodell. Doch nur 4 Wochen Bundestagswahlkampf mit viel Spott und Häme reichten, um den Ruf des renommierten Wissenschaftlers bei den Wählern zu ruinieren. Eines wollen wir nicht. Jenes, was dieser Professor da aus Heidelberg propagiert. Und wenn ich dann diesen Professor aus Heidelberg da höre, da gibt es jenen Professor aus Heidelberg eine ungefähre Vorstellung von der Lebenswirklichkeit einfacher Menschen, hat dieser Mann jedenfalls nicht. Eine abfällige Haltung gegenüber der Wissenschaft, bis heute in der Politik salonfähig. Diese Erfahrung machte zuletzt auch unser Gast, Professor Dr. Bernd Lucke, im Streitgespräch mit dem CSU-Politprofi Edmund Stoiber. Sie sehen, wie die Völker in Europa jetzt miteinander umgehen. Sie sehen, dass in Griechenland Hetze betrieben wird gegen die deutsche Regierung. Wie war das? Wieder so ein Professor. Da hat der Schröder schon recht gehabt. Hören Sie noch einmal genau hin. Wie die Völker in Europa jetzt miteinander umgehen, dass in Griechenland Hetze betrieben wird gegen die deutsche Regierung. Ja, da hat der Schröder schon recht gehabt, knödelt er da raus. Was bedeutet es, Herr Lucke, für Sie, das Wort Professor als Schimpfwort zu hören in der aktuellen Diskussion? Wissen Sie, Herr Blasberg, ich ignoriere das einfach. Also mich trifft das ehrlich gesagt nicht besonders, weil ich denke, dass die meisten Leute schon wissen, dass es
positiv ist, wenn sich Menschen, die sich in anderen Feldern als nur der Politik ihre Kompetenzen erworben haben, sich auch mal einbringen in die öffentliche Diskussion und von einem anderen Standpunkt aus Probleme betrachten, als es beispielsweise Herr Friedmann tut, der alles immer unter dem politischen Aspekt sieht und die wirtschaftlichen Realitäten dann negiert. Frau Göring-Eckardt, Sie von Ökonomie gesprochen, Herr Professor. Nein, die Argumente, die Sie erwähnt haben, habe ich überhaupt nicht bei Ihnen gehört, muss ich sagen. Jetzt Frau Göring-Eckardt. Hallo, Herr Lindner. Ist aber nicht die Volkswirtschaft. Es gibt nämlich auch andere Professoren, ziemlich die andere davon Meinungen sind haben in unserer Partei, Herr Lindner. Ich möchte nämlich Ihnen mal zeigen, für wen Sie alles attraktiv sind. Es sind die Euroskeptiker natürlich, es sind lustige Euroskeptiker, es sind frustrierte Euroskeptiker, es sind vor allen Dingen Ältere, es sind aber auch Männer. Jüngere. Und da gibt es noch jemanden, der begeistert von Ihnen ist. Es ist der Bundespressesprecher der NPD. Der ist nämlich ganz begeistert von der nützlichen Wirkung Ihrer Partei. Ich sage es gleich, bevor Sie sich aufregen, man kann sich seine Fans nicht aussuchen, aber vielleicht kann man trotzdem darüber nachdenken, wie das kommt. Im Grunde ist die NPD die authentische Anti-Euro-Partei, die eurokritische Partei in Deutschland schlechthin. Und wenn wir nun eine Organisation wie die AfD, die vollgestopft ist mit Professoren und Wissenschaftlern, also Fachleuten, genau das erklärt, was die NPD seit vielen Jahren sagt, dann kommt dieser Organisation eine sogenannte Türöffner- oder Eisbrecherfunktion zu. Sie wird nämlich im Vergleich zur NPD in die Talkshows eingeladen. Sie wird durch die bundesdeutsche Presse gereicht und kann dort genau die Thesen, die die NPD seit vielen Jahren publiziert, salonfähig machen und verbreiten. Herr Lucke, ich habe es eben gesagt, man kann sich seine Fans nicht aussuchen, aber die Frage bleibt, wie fühlt man sich als Türöffner von der NPD bezeichnet zu werden? Also der Türöffner, Herr Plasberg, für die NPD, das sind die Medien, die solche Spots senden. Also, dass sie auf solche Strategien reinfallen, finde ich ehrlich gesagt beschämend. Denn es ist offensichtlich ein ganz durchsichtiges Manöver der NPD, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dass sie sich jetzt versucht, sich in irgendeiner Form mit den Forderungen der Alternative für Deutschland zu Herr Lucke, ich hatte Demokratie immer so verstanden, dass man breitestmöglich informiert, nichts verschweigt, das hatten wir ja gerade eben auch als Vorwurf gegen die Altparteien, wenn es um die Europolitik geht, nichts verschweigt, zum Beispiel auch nicht, dass sie für den rechten Rand aus welchen Gründen auch immer höchst attraktiv sind. Nein, die NPD-Leute werden nach wie vor die NPD wählen, nicht wahr? Aber was ich nicht richtig finde, ist, dass Sie der NPD diese Art von Öffentlichkeit schaffen, denn das ist eine völlig unbedeutende Partei. Mhm. Es gibt x andere völlig unbedeutende Parteien, über die Sie überhaupt nicht berichten. Und ich weiß nicht, warum Sie sich gerade die Nachfolge der alten NSDAP aussuchen und denen hier jetzt Raum im öffentlichen Fernsehen geben. Das finde ich ehrlich gesagt rechtfertigungsbedürftig.